Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück in Europa im Jahre 1703. Und wie das letzte Mal angekündigt, wollen wir uns mal anschauen, was das hier für Kriege sind, wie die laufen. Wir haben einmal den Krieg Schlesien gegen Polen. So, zusammen mit Brandenburg gegen Polen-Litauen, muss man dazu sagen. Und hier ist das Kriegsziel. Imperialistischer Kriegs... Und ja... Es geht um Lwów, die Hauptstadt der Polen, und das kontrollieren die Angreifer. Dementsprechend sind sie kurz vor einem Sieg, so kann man fast sagen. Also das sollte ziemlich unkritisch sein, wenn ich das richtig sehe. Der Gegner hat nichts besetzt hier. Also Polen-Litauen scheint hier sehr, sehr schwach dazustehen. Also das bedeutet aber auch, das Bündnis von Brandenburg wird weiter gestärkt. Was, wie gesagt, nicht ganz so in unserem Sinne ist. Das ist der eine Krieg. Der zweite Krieg ist hier die Osmanen. Wo haben wir sie? Ebenfalls einen imperialistischen Krieg gegen Österreich, aber diesmal gegen Österreich, Spanien und Preußen. Wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, ob die Spanier eigentlich überhaupt mitkämpfen, weil ich habe von denen noch nichts gesehen. Die erobern hier unten in Frankreich auch nicht. Also die verhalten sich wirklich merkwürdig ruhig. Was können wir hier feststellen? Wir gucken uns mal an. Kriegsstand plus 4, das ist noch ziemlich ausgeglichen. Noch haben die Angreifer nicht Wien erobert, aber sie sind schon wieder am Belagern. Das ist einfach so und insofern wird es schwierig. Auch wenn das einigermaßen ausgeglichen noch aussieht, einfach deshalb, weil Preußen und Österreich relativ erfolgreich hier im Westen kämpfen, aber dafür im Osten irgendwie alles fallen lassen. So muss man es einfach bezeichnen. Selbst Warschau ist schon besetzt durch die Osmanen. Also, ich würde mal sagen, leichte Tendenz in Richtung der Osmanen, weil sie hier den Vorteil haben, schon das Kriegsziel gleich zu kontrollieren. Aber noch ist alles offen. Für uns ist spannend, wenn wir jetzt mal uns angucken, wie sieht es mit einer Kriegserklärung gegen die Niederlande aus, dass Frankreich tatsächlich jetzt schon nicht mehr dabei wäre. Die Osmanen allerdings. Und in diesem Fall, leider sind die wirklich aber so, na, sie haben Schulden, das ist ganz gut. Und die niederländische Reputation ist am Boden, das ist auch gut. Aber leider gibt es überhaupt keine Kriegsmüdigkeit bei den Osmanen. Und wenn da niemand gegen die kämpft, wird auch keine kommen. Das ist das Problem. Also eigentlich wäre es für uns viel, viel besser, wenn hier die Preußen und die Österreicher gegen die Osmanen kämpfen würden. Na gut, dann wäre Frankreich voll im Spiel. Also wahrscheinlich nimmt sich das nichts. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, sollte das der Fall sein, dass die Osmanen hier ausscheiden, dann würde ich, glaube ich, sogar den Angriff durchziehen gegen die Niederlande. Einfach, weil dann ja automatisch das Bündnis gebrochen wäre und es uns dann für die Zukunft es leichter machen würde. Selbst wenn wir mit weißem Frieden da rausgehen, wäre das, glaube ich, eine gute Sache. Ja, aber... das ist nicht der Fall. Insofern müssen wir einfach jetzt hier noch ein bisschen Geduld haben. Wir sind hier auf Krieg, das brauchen wir nicht. Wir gehen mal wieder auf Stabilität, weil es doch hier relativ knapp sein könnte mit 41, 47, ja, 48. Warum steigt das denn schon wieder? Ja, wegen den entwickelten Provinzen, die jetzt wieder weg sind. Ein ewiges Thema. Aber wie gesagt, wenn wir das große Ziel dort erreicht haben, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Also, ihr wisst, ne? Wenn wir den Endpunkt hier erreicht haben, dann können wir nämlich unsere Armee richtig um 50% erhöhen. Oh, warte mal, gab es hier gerade eine Schlacht? Tatsächlich, die Franzosen haben verloren. Sehr, sehr schön. Ja, dann können wir hier das... die Armee erhöhen und nicht nur das, ich habe es schon mal erwähnt, dann können wir hier diese Richtlinie noch erlassen, die uns nochmal diplomatische Reputation und nochmal erhöhtes Einheitenlimit gibt. Also das beides zusammen sollte es dann eigentlich reißen, meines Erachtens. So, Danzig sind wir durch. Wo machen wir weiter? Ich würde mal sagen mit Ulm, das wir nicht vergessen dürfen, die sind ja auch Mitglied unserer Liga. Also kriegen die auch mal einen Diplomaten vorbeigeschickt. Sie haben sich das redlich verdient. So, Rekrutenreserve steigt auch langsam wieder auf Maximum.
Schatzkammer füllt sich auch. Soweit alles gut. Ist wieder oben. Dann lasst uns hier was machen. Wir können gar nichts machen. Karten stehlen. Der Rest wurde schon von den holländischen Feinden offenbar erledigt. Tja. Was ist eigentlich hier Kriegsandrohung? Nee. Das bringt nichts. Ja, dann lassen wir es einfach mal so lange, bis wir entdeckt werden, bis wieder Neues möglich ist. Was ist hier los? Marineneid. Trotz unseres beachtlichen kaufmännischen Erfolgs werden wir von vielen Nationen nicht als ernstzunehmende Macht betrachtet. Wenn sie Reichtum nicht respektieren, dann wird vielleicht ein riesiges Kriegsschiff den Respekt einflößen, den wir verdienen. Tja, also ich würde normalerweise viel sagen, wir würden uns nicht auf ihr Spiel einlassen oder es offen halten, aber in diesem Falle haben wir Josef Rosendahl und der ist nun ein Navigator. Das heißt, dem ist das total wichtig. Und ich denke, wir werden es bauen. Gott, es wird prächtig werden. Warte mal, beginnt mit dem Bau von drei Zweideckern. Drei gleich? Seid ihr verrückt? Kostet uns allerdings nur 50 Dukaten. Ich glaube, da müssen wir dann ein bisschen umdisponieren. Da müssen wir die Handelsflotte verringern. Na gut, wenn das hier der Wille der Stadt ist, dann machen wir das. Verrückt. In kürzester Zeit. Okay, Russland hat den Krieg erklärt. So. Hier oben sehen wir französische Armeen. Da kommt es nochmal zur Schlacht. Wieder gegen die Franzosen, wieder haben die Preußen gewonnen. Aber die Frage ist, nützt ihnen das alles was? Wenn die Österreicher hier total offen sind gegen die Osmanen, das ist die große Frage. So, Schlesien ist zum katholischen Glauben konvertiert. Was waren sie denn vorher? Auf jeden Fall tritt Polen, Hallutspelz, Przemyśl und Lwów an Schlesien ab. Okay, damit besteht Polen nur noch aus einer einzigen Provinz, die in einem Gebiet liegt, das man eigentlich nicht mehr wirklich polnisch bezeichnen kann. Ruthenisch ist es. Und Schlesien wird zur ernstzunehmenden Macht verbündet mit Brandenburg und Frankfurt. Und damit wird auch diese Frankfurt-Option, die wir mal erwogen haben, immer blöder. Aber jetzt gibt es ja vielleicht noch andere Möglichkeiten. Wobei, das ist eigentlich immer noch die entsprechende Option. Na gut, da müssen. Oh nee. Oh Gott. Oh nein. Gut, wartet mal, wie sieht es jetzt hier aus? Ah, jetzt ist Frankreich wieder mit am Start. Der Livonische Orden hat uns zum Rivalen bestimmt. Das ist ja frech. Was bedeutet das? Wartet mal, hier gibt es alles Mögliche Neues. Preußenbündnis mit Schweden, okay. Polen ja für Hauptstadt, das ist klar. Schlesien akzeptiert die Vorderrechnung nach unrechtmäßigem Gebiet. Das heißt, hier gibt es eine neue Nation, nämlich die Slowakei, oder? Ne, Nitra. Nitra ist entstanden. Was alles hier passiert. Okay. Gestörte Zeremonie. In dieser. Ja, das kennen wir schon. Wir verlieren Prestige. Da wurde was, wie der Name schon sagt, gestört. Oh Mann, und hier toben sich die Einheiten aber aus. Und die Preußen bekommen Nachschub ohne Ende. Hier verlieren die Osmanen gegen die Österreicher. Also ich sehe die nur verlieren, aber hier tun sie nichts. Ja, steht aber auch schon minus 3. Aber gut, weil sie Wien nicht kontrollieren. Wenn sie das kontrollieren, sieht es wieder anders aus, ne? Oh Mann, das ist ein heftiger Krieg. Und vor allem, was ist denn hier los? 20.000 Hamburger Revolutionäre? Oha, die werden da wohl gewinnen, ne? Die Frage, was führen wollen die dort einführen? Könnte das für unsere Liga von Schaden sein? Aber wir können da, glaube ich, nicht helfen, ne? So. Schlesien hat Böhmen. Neuer Herrscher.
Ja, das ist alles nicht so entscheidend. Spionagenetzwerk. Können wir noch was tun hier? Der Devonische Orden verweigert uns Zugang. Wir können mal wieder den Ruf sabotieren. Das machen wir. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Gerade auch, wenn es so um Kriegseintritte betrifft. Oh, jetzt sieht es aber fast so aus, als ob die Preußen hier geschlagen sind. Litauen hat Polen den Krieg erklärt. Ich lache mich tot. Ja gut, das wollen sie sich jetzt holen, das ist klar. Tja, wir sehen hier nichts mehr. Die preußische Armee scheint geschlagen zu sein, oder? Und wir haben einen neuen Kaiser, Ernst II. Ein rechtmäßiger Souverän. Ja, hier hat sich nicht viel getan. 13,5. Ja, klar. So. Russland warnt Litauen. Das könnte dort auch nochmal zum Krieg kommen. Und Kaiser Ernst II. 444. Er ist ein Verwalter. Na gut. Aachen hat unsere Handelsliga verlassen. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass sie in der Liga sind. Was ist denn das Thema hier in Aachen? Ach so, sie sind Feinde von Münster und deshalb sind sie da unzufrieden. Na gut, dann ist es so. Wir können überhaupt mal auf die Ligakarte gucken. Gibt es irgendwo hier? Also das sind die Ligafreien. Könnte man sich da umschauen? Ja, Frankfurt geht nicht, weil wir da noch andere Pläne haben. Mainz wäre vielleicht interessant. Bündnis mit Böhmen und Brandenburg, ja. Nee, das funktioniert auch nicht, weil sie auch rivalisieren, aber die anderen sind, glaube ich, nicht so entscheidend. Nee, das läuft nicht. So, wo ist die preußische Armee? Gibt es sie überhaupt noch? Sind das die Reste hier? 14.000 tatsächlich. Jetzt werden sie fertig gemacht. 150.000. Habt ihr das gesehen? Okay. Ich würde mal sagen, damit ist das Schicksal besiegelt. Das wird Niederlande weißer Frieden mit Österreich. Die sind draußen. Aber das Bündnis hat natürlich weiter Bestand. Ah ja, jetzt sieht es schon minus. Das hatten wir vorhin auch schon. Ne, hier ändert sich eigentlich nicht viel. Frankfurt hat Hessen den Krieg erklärt. Na, sowas. Ungarn und Kirchenstaat sind mit drin. Frankfurt ist mit Pfalz, Schlesien, Aachen und Holland im Krieg. Also gemeinsam. Jetzt geht's ja hier richtig durcheinander. Wenn die erfolgreich sind, dann wird Frankfurt nie wieder in unsere Handelsliga zurückkehren, weil sie dann ja wachsen werden. So, Frankreich Frieden mit Österreich, weißer Frieden. Jetzt bin ich mal gespannt. Wien ist gefallen. Es steht jetzt plus 18 hier für die Osmanen, was sie jetzt daraus machen werden. Und wir haben jetzt unsere großen drei Schiffe, die wir, denke ich, alle stilllegen und die wir auch noch benennen können. Und da wir sowieso in der letzten Folge der Staffel sind, ist das eine schöne Sache, um einfach hier nochmal eure Vorschläge zu sammeln. Wir könnten es natürlich ganz banal machen und sie nach den größten Bürgermeistern nennen. Das lässt sich aus der Liste leicht rekonstruieren. Aber vielleicht gibt es noch andere Vorschläge, die ich aufnehmen kann. Wir sind jetzt extrem über dem Limit. 30, 24. Aber das kostet uns nur 0,38. Kann das sein? Weil wir die stillgelegt haben. Ich würde mal sagen, dann lassen wir es einfach so. Dann ist es ja überhaupt kein Problem. Russland warnt den Devonischen Orden. Wie sieht es jetzt bei uns aus hier? 42, 48 schon wieder. Hier sind wir bei 100%. So, Polen. Volle Annexion. Damit ist Polen von der Landkarte verschwunden. Litauen hat den Rest gefressen, gewissermaßen. Eieiei. Okay, Ulm können wir abberufen. Dann würde ich sagen, schicken wir mal jemanden nach Bremen. Oh ja, da wird es aber hoch, höchste Zeit, dass wir da mal die Beziehung verbessern.
So. Und Frankfurt Frieden mit Ungarn. Kriegsreparationen. Ja. Nichts Besonderes. Das ist nur ein Separatfrieden. Hessen ist schon völlig besetzt. Das wird vermutlich auch schnell zum Frieden führen. Und wir haben wieder die Dicke aus Wasser-Geschichte. Warte mal. Litauen hat Preußen als Rivalen bestimmt. Krim und Livonischen Orden. So. Für viele mächtige Leute in Lübeck wird Status durch Kontakt oder Reichtum definiert, aber die Patrizier schätzen Blutsbande immer noch sehr hoch. Die vor kurzem erhaltene Anfrage einer bekannten Patrizierfamilie um die Hand eurer Tochter ist ganz offensichtlich eine solche Methode. Ihr wisst, dass dies euch zwingen wird, eure Politik an diese Adligen, an diese Patrizier anzupassen. Was die Republik schwächen wird. Tja, aber er. Ich weiß nicht. Also das ist eine Sache, die wir, glaube ich, zufällig entscheiden können. Er hat noch keine neue Eigenschaft erhalten. Wir werden das mal gucken, wie er da so tickt. Also wir hatten einmal, da war er schon nicht besonders hart. Aber das ist jetzt noch eine andere Richtung, in die das geht. Mal gucken. Also eins lehnt so höflich wie möglich ab. Das heißt, er hat doch stärkere republikanische Wurzeln. Ja, wir verlieren militärische Macht. Das ist genau das, was wir nicht verlieren wollten. Gut, das wirft uns jetzt also ein halbes Jahr noch zurück in unseren Plänen. Und damit haben wir die nächste Wahl. Und das ist jetzt, glaube ich, die zweite Wahl für Rosendahl. Ja. Und bei der ersten hatten wir ihn um einen Würfelpunkt zurückgesetzt, weil er gerade die Revolte war. Die hat er aber überstanden, deswegen gibt es jetzt keinen Grund, jetzt mehr da wieder was zu tun. Deswegen, also er hat jetzt eine 33% Chance. 1 und 2 sind seine Zahlen. Und mal gucken, was wir würfeln. Und wir würfeln eine 3. Das heißt, wir haben einen neuen Mann. Und jetzt gucken wir noch mal kurz auf die Fraktionen und die Verteilung der Sitze gewissermaßen. Und dann schauen wir mal, wer jetzt hier ans Steuer kommt. Und ich würfle eine 7. Und das heißt ziemlich klar, dass die Händler mal wieder dran sind. Das heißt, der diplomatische Kandidat, Adalbert Tiedemann. Okay. Und jetzt ist natürlich spannend, was er für einer ist. Das erfahren wir wie gewohnt am Monatsende. Er ist verschlossen. Das bringt uns Spionageabwehr. Na gut. So, können wir gegen die Holländer noch irgendwas Böses unternehmen? Nee, im Moment nicht. Mit unseren 71. Mal gucken, wenn wir die über 80 schreiten. So, Osmanenfrieden mit Preußen. Verträge mit Österreich und Russland aufkündigen. Geld bezahlen. Okay, sie sind aber immerhin erstmal aus dem Krieg raus. Sie können also ihre Armee wieder aufbauen. Wir brauchen jetzt. Also wir müssen ihnen auch ein bisschen Zeit geben. Vermutlich 5 bis 10 Jahre, ehe sie wieder wirklich einsatzfähig sind. In unserem Sinne. So, Preußen hat Litauen als Rivalen bestimmt. Was ist jetzt eigentlich in Hamburg passiert? Hamburg ist. Haben die sich irgendwie verändert? Ne, sind immer noch eine Reichsstadt geworden. So, England hat mal wieder Ute den Krieg erklärt. Und die sind doch stillgelegt. Die wollte ich hier gerne nochmal zusammenfassen. So, hat sich da noch irgendwas verändert? Nö, 0,38. Das ist absolut kein Problem. Okay. So, volle Annexion. Damit wird Hessen. Ja, damit ist Hessen jetzt von der Landkarte verschwunden. Und Frankfurt ist jetzt größer geworden. Was nach wie vor wirklich ein Problem ist, weil das ist jetzt eigentlich der Weg, den wir gehen wollen, um den Holländern den Krieg zu erklären. Und Münster und Preußen, die müssen mitspielen. Und dann haben wir aber leider Schlesien an den Hacken und das ist blöd. Das ist blöd, weil die jetzt inzwischen ziemlich stark sind. So, Frankfurt ist konvertiert.
Aha. Und der Kaiser hat wieder zugeschlagen. Sehr schön, unrechtmäßiges Gebiet. Immerhin Kassel gibt es jetzt unabhängig. Ja, warum nicht? So, Hessen ist einer Handelsliga beigetreten. Ach nee, das ist Hessen wieder. Kassel, nur die Provinz davon. Ja, die hätten wir auch vielleicht bei uns. Wir hätten mehr aufpassen müssen. Die wären vielleicht auch zu uns gekommen, aber das ist nicht so entscheidend. Also das wird der Weg sein. Wir werden Frankfurt angreifen, das Herzogtum Frankfurt. Wenn wir dann das erreicht haben, was wir erreichen wollen, nämlich die zwei Ideen noch, die wir brauchen. Die zwei Ideen. Feinde der Aufklärung. Als typische Reaktion auf ganz verschiedene Arten von Problemen war Obskurantismus in den meisten Ländern gang und gäbe, zumindest bis das Zeitalter der Aufklärung in den meisten Ländern Europas anbrach. Und wir haben jetzt eine Spezialsache unseres Bürgermeisters und das nehmen wir auch, weil er verschlossen ist. Auf diese Weise können wir unsere Untertanen im Dunkeln lassen. Dadurch bekommen wir nochmal 5 Prestige. So, und ich werde das jetzt weiterlaufen lassen, bis wir das letzte kleine Erfolgserlebnis haben. Bis wir nämlich die 400 Punkte für die nächste Idee frei haben. Derweil gucken wir noch. Böhmen-Bündnis mit Ungarn und Österreich warnt Frankfurt. Okay. Sollen sie das tun? Langsam baut sich die preußische Armee wieder auf. Wir haben 394 und warten noch auf den nächsten Monat, Juni 1406. Und genau, wir können jetzt in die nächste Idee investieren und das machen wir auch. Eingezogene Garnisonen. Durch den Einzug unserer fähigen jungen Männer für unsere Garnison können wir sicherstellen, dass wir ausreichend Männer für die Verteidigung unserer Grenzen haben. Das erhöht die Größe der Garnison, was auch durchaus immer gut ist. So Leute, das heißt, wir brauchen noch 400 Punkte und dann sind wir soweit. Dann werden wir unsere Armee stark vergrößern, schätzungsweise auf 32, 33, vielleicht sogar 34.000 Mann. Mal gucken. Und dann werden wir abwarten, bis Preußen wieder stark ist und bis Münster, bis wir da so viel Gefallen angesammelt haben. Das sind hier nur 3 Jahre, bis sie mit uns in den Krieg ziehen werden. Und dann wird es losgehen. Und ja, das wird dann möglicherweise der letzte große Krieg werden. Von dem Ausgang dieses Krieges werde ich abhängen, ja, werde ich das abhängig machen, inwieweit das Let's Play noch weitergeht. Also das ist erstmal der letzte große Punkt, den wir hier anstreben werden. Wenn sich daraus halt neue Optionen hier in den Niederlanden ergeben, dann machen wir weiter. Wenn wir verlieren und es aufgrund der Konstellation den Anschein macht, dass wir keine weiteren Chancen haben in Zukunft, dann ist das Ende angesagt. Aber ich will eigentlich gar nicht so viel mutmaßen, denn wir haben erlebt, es passieren immer wieder überraschende Wendungen und alles kann auch wieder ganz anders aussehen. Aber das ist so ein bisschen die Perspektive und es wird mit Sicherheit in der nächsten Staffel geschehen, dass dieser Krieg ausbrechen wird. Ja, das kann man, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen. Also wir haben in 4 Jahren haben wir das erreicht. Und in 4 Jahren ist Münster auch mit den 10 Gefallen dabei und in 4 Jahren müsste Preußen auch wieder so weit an unserer Seite sein, dass sie einsatzfähig sind. Gut, wir müssen natürlich noch unsere Armee aufbauen, dann vielleicht noch ein bisschen die Rekrutenreserve wieder ansteigen lassen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist die Zeitperspektive, glaube ich, schon ganz richtig. Ja, Leute, das war dann erstmal wieder diese Staffel. Es geht also auf jeden Fall nochmal weiter. Ja, und wir sind ja auch schon im Jahr 1706. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet, dass wir mit Lübeck dann doch so weit spielen, dass ich, das ist ja erstmal der wesentliche Punkt, dann doch so langfristig Freude finde an den Optionen, an den Kleinigkeiten und ja, an den Aktionen, die man hier machen kann als ein Provinzler. Also, dann lasst euch nochmal überraschen, ob der Plan dann am Ende aufgeht. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.